Was geht ab, Leute? Willkommen zu diesem Video hier auf meinem Kanal. Ich hoffe, es geht euch gut. In diesem Video geht es nämlich darum, wie ihr aktuell 2,7 Millionen Dollar von Rockstar Games geschenkt bekommen könnt und das als kompletter Anfänger in GTA 5 Online. Und falls du wissen möchtest, wie das Ganze funktioniert und wie du das Ganze bekommst, dann bleib unbedingt bis zum Schluss dran, denn das sind alles Geschenke von Rockstar Games, die nur noch für wenige Tage laufen. Und deswegen solltest du unbedingt bis zum Schluss dranbleiben und dieses Video einfach genießen. So, und falls dir das Ganze hier gefällt, dann zeig es mir unbedingt mit einem Daumen nach oben. Würde mich auf jeden Fall ziemlich supporten. Aber in diesem Sinne kommen wir direkt zum eigentlichen Video und zu den heutigen Informationen. Also lehnt euch zurück und let's go! So Leute, falls ihr das Video von gestern gesehen habt, ihr findet das Ganze auf jeden Fall in der Infokarte. Dann wisst ihr, dass es momentan eine Aktion gibt. Wenn ihr nämlich in den nächsten 9 Tagen 10 Tagesziele abschießt, dann bekommt ihr 1 Million GTA-Dollar. Und ihr könnt wie gesagt pro Tag 3 Tagesziele abschießen und dann werdet ihr nach 3-4 Tagen schon das Geld bekommen. Ist auf jeden Fall ziemlich cool. So, aber das Ding ist jetzt eben, dass wir in GTA 5 die Möglichkeit haben, einen zweiten Charakter zu erstellen. Dafür geht ihr nämlich einfach in die Charakterauswahl und dann könnt ihr auf eurem zweiten Charakter switchen. Und dort könnt ihr eben auch 10 Tagesziele abschließen in genau dieser Zeit und dann bekommt ihr auch 1 Million Dollar auf dem zweiten Account. Das heißt, wenn ihr das Ganze mal zusammenrechnet, dann haben wir 2 Millionen Dollar durch diese Aktion. Und das Ding ist eben, der erste Charakter teilt sich seinen Bankaccount mit dem zweiten Charakter und somit habt ihr die 2 Millionen safe auf eurem richtigen Account. Und das ist auf jeden Fall richtig heftig und ihr solltet das Ganze unbedingt nutzen, um wirklich viel Geld zu bekommen. So, und zusätzlich gibt es halt in diesem Monat die Aktion, dass ihr 500.000 Dollar bekommt, wenn ihr euch einmal im Mai einloggt. Ich denke, die meisten von euch haben das Ganze schon bekommen und somit habt ihr eben auch diese 500.000 Dollar von Rockstar Games geschenkt bekommen. Und dadurch haben wir jetzt schon im Mai 2,5 Millionen Dollar als Geschenk von Rockstar Games. Und das ist wirklich ziemlich heftig, Freunde. Und ich denke, ihr wisst Bescheid, Shardcards in GTA 5 Online sind übertrieben teuer. Und wenn wir diese 2,5 Millionen als Shardcard kaufen würden, dann bräuchten wir eben dafür 2 weiße High Shardcards und diese würden eben jeweils 15 Euro kosten. Das heißt, wir bräuchten für diese 2,5 Millionen 30 Euro und das bekommen wir aktuell geschenkt von Rockstar Games. Ist auf jeden Fall ziemlich heftig. Und falls du auch diese Shardcards viel zu teuer findest, dann kannst du unbedingt in der Videobeschreibung bei meinem Partner Loot4Games vorbeischauen, denn dort bekommst du für diesen Preis viel, viel mehr Geld und das Ganze für die PlayStation 4, Xbox One und auch für den PC. Und für alle, die mich ständig in den Kommentaren fragen, ob diese Seite legit ist, ja Leute, Loot4Games ist zu 100% real und außerdem kooperieren sie schon mit anderen namenswerten YouTubern. Also ihr könnt auf jeden Fall den Link in der Videobeschreibung abchecken und einfach mal vorbeischauen, was die da so anbieten. Aber wir kommen auf jeden Fall direkt weiter zum eigentlichen Video. Denn wir sind jetzt auf dem Stand von 2,5 Millionen Dollar. Aber im Titel steht ja, dass wir 2,7 Millionen Dollar bekommen. Und hierzu hat nämlich der Leaker Tesfan was geschrieben. Und zwar schreibt er hier, GTA Online-Spieler, die ihr Twitch Prime-Konto mit dem Social Club verbinden, erhalten in GTA Online ein GTA-Geschenk in Höhe von 200.000 US-Dollar. Und um dieses Geld zu bekommen, müsst ihr eben einfach euren Twitch Prime Konto mit dem Social Club verbinden und bis zum 27. Mai GTA Online spielen. Und das Ganze wird euch dann in innerhalb von 72 Stunden auf eurem Konto gutgeschrieben und dann bekommt ihr eben diese 200.000 Dollar als Geschenk in GTA 5 Online. Und somit haben wir jetzt auf jeden Fall viele, viele Geschenke von Rockstar Games und diese geben uns auf jeden Fall 2,7 Millionen Dollar. Und das ist auf jeden Fall eine richtig heftige Ehrenaktion von Rockstar Games, denn eigentlich müssten wir für dieses Geld über 30 Euro zahlen und wir bekommen das Ganze eben jetzt von Rockstar Games kostenlos. Da geht auf jeden Fall Kuss raus an Rockstar Games für diese geile Aktion. Ich finde es auf jeden Fall heftig, dass wir aktuell so viel geschenkt bekommen und falls du das Ganze auch so siehst, dann schreib es unbedingt in die Kommentare, würde mich auf jeden Fall interessieren.
Aber bevor dieses Video endet, werde ich dir auf jeden Fall jetzt in den nächsten 9 Tagen immer zeigen, wie man die aktuellen Tagesziele abschließt. Denn hierbei ist das Ganze so, das erste Ziel, was wir alle haben, ist nämlich gleich. Das heißt, jeder von euch wird heute das Ziel haben, nimm an ein Deathmatch teil. Und die nächsten 2 Ziele darunter sind immer zufällig. Allerdings könnt ihr vielleicht heute oder in den nächsten Tagen aus Zufall die Ziele haben, die ich gerade hier im Video habe. Und dann könnt ihr mal in meinen Video schauen, wie man diese abschließt, falls ihr mal keine Ahnung habt. Wir kommen aber auf jeden Fall jetzt direkt dazu, wie ich meine Tagesziele abschließe. Hierbei starte ich nämlich mit dem Ziel Farm mit 1 der Fahrgeschäfte. Dafür müsst ihr nämlich ganz einfach zum Pier von Los Santos gehen. Und jetzt müsst ihr ganz einfach entweder am Riesenrad fahren oder hier zur Achterbahn gehen, dort einfach einsteigen und damit eine Runde fahren. Und sobald ihr das Ganze gemacht habt, dann ist dieses Ziel schon abgeschlossen. Auf jeden Fall ziemlich einfach und somit kommen wir direkt zum nächsten Ziel. Hier steht nämlich bei mir, entspanne dich in einem Whirlpool, und hier gibt es mehrere Optionen, wie ihr das Ganze machen könnt. Falls ihr irgendwo eine Yacht seht, dann könnt ihr das Ganze an einer Yacht machen. Falls ihr aber kein Geld habt oder so, dann könnt ihr jetzt ganz einfach oben zum Casino hinfliegen mit einem Helikopter oder so. Denn dort findet ihr so einen Whirlpool und dort könnt ihr ganz einfach reingehen. Die Falltaste nach rechts drücken, somit wird sich nämlich euer Charakter hinsetzen und dann ist das Ziel auf jeden Fall auch abgeschlossen. Also auf jeden Fall ziemlich einfach, ziemlich easy und somit sind wir fast fertig. Und zu guter Letzt müssen wir jetzt nur noch an einem Deathmatch teilnehmen. Und hier könnt ihr wirklich am einfachsten, damit ihr direkt Spieler findet, über das Handy einen Deathmatch suchen. Dafür geht ihr auf schneller Job. Dann geht ihr ganz einfach auf Deathmatch und sucht ganz einfach jetzt nach einer Lobby. Sobald ihr das Ganze gemacht habt, so könnt ihr ganz einfach dieses Deathmatch spielen oder wie in meinem Fall AFK hier rumchillen, ist im Prinzip völlig egal. Und nachdem das Deathmatch dann zu Ende ist, klickt ihr auf freier Modus und dann habt ihr auf jeden Fall auch dieses Ziel abgeschlossen. Und ich bekomme dafür jetzt 30.000 Dollar und 5.000 RP und ihr könnt das Ganze jetzt wie gesagt auf eurem Main-Charakter machen und zusätzlich könnt ihr jetzt in die Charakterauswahl gehen. Und dann könnt ihr auf eurem zweiten Charakter auch 3 Tagesziele abschließen. Und wirklich, sobald ihr dann auf beiden Charakteren 10 Tagesziele abgeschlossen habt, bekommt ihr insgesamt 2 Millionen Dollar. Und das ist auf jeden Fall ziemlich heftig. So Leute, aber jetzt war es das auf jeden Fall hier mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls du nichts mehr weiter verpassen möchtest rund um GTA 5 Online, dann abonniere auf jeden Fall diesen Kanal und aktiviere die Glocke, denn somit verpasst du kein weiteres Video. Und in diesem Sinne würde ich nur sagen, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, schönes Wochenende euch noch und tschüss.